Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Heute wieder mit dem Train Fever Let's Play. Und während ich diese Folge aufnehme, lasse ich im Hintergrund gerade Transport Fever 2 runterladen. Das heißt zwei Sachen. Erstens, also das merkt ihr ja eh, ich habe es leider nicht geschafft, das Spiel rechtzeitig zu beenden, bevor Transport Fever 2 rauskam. Aber, naja, das ist jetzt leider nun mal so. Und zweitens, das Spiel könnte jetzt noch mehr ruckeln als sowieso schon. Aber auch das, naja, da wird man schon irgendwie drüber hinwegkommen. Hoffe ich mal. So, ich lasse jetzt mal die Zeit hier laufen auf dritte Geschwindigkeit und ich will jetzt endlich meinen kompletten Kredit loswerden. So viel ist es nicht mehr und ich bin froh, wenn ich die Sachen hier weg bin. So, zwischenzeitlich war ich mal kurz im Plus. Da hätte man kurz mal die Zeit stoppen können, aber... Okay, vielleicht sollte ich das dann auch machen, bevor das Jahr abläuft. Ja, Moment. So, jetzt lasse ich die Zeit doch nicht ablaufen, bis ich den Kredit hier zurückgezahlt habe, denn die paar Zinsen, die will ich nicht mehr. So. Und jetzt sind wir kreditfrei. Juhu. Zeit lassen wir weiterlaufen. In der letzten Folge hatten wir ein paar Züge verkauft, die sich nicht mehr so rentiert haben. Und jetzt will ich erstmal sehen, ob die Strecken sich dann durch den Verkauf dann irgendwie bessern. Einige Strecken sind noch relativ neu. Da muss ich auch erstmal Zeit ins Land gehen lassen, bevor sich das rentiert. Obwohl, du hättest eigentlich schon längst mal dein Geld reinbringen können. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, du verträgst doch noch eine kleine Kostensenkungstour. Da fährt ja absolut niemand mit. Okay. Also diese Strecke nach der langen Zeit... okay. Wo fährst denn du los? Okay, die Stadt ist einfach noch nicht so groß. Ich werde die andere Strecke, die... Okay, die macht auch Minus. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis diese Stadt wirklich wächst. Ein bisschen schade, aber besser wird es erstmal nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre auch hier ein bisschen bessere Züge einsetzen. Hm. Wäre denkbar. Wie viel kann denn so ein Zug wegbringen? 144. Und dieser Speedstar, meine Güte, dass ich das immer noch nicht auswendig weiß. Du kriegst nur 110 mit, 102 mit. Hm. Ich kann auch an den Speedstar nichts anhängen, soweit ich weiß. Oder? Wir machen mal folgendes. Fahrzeugersatz. Wenn du mal irgendwann in ferner, ferner Zukunft ersetzt wirst, dann bitte... durch das hier. Ich könnte zwei heransetzen. Also ich kann natürlich irgendeinen Wagen dran setzen. Das sieht dann halt relativ bescheuert aus. Und macht den ganzen Zug auch langsamer. Aber ich könnte auch... zwei Züge draus machen. Hm. Oder ich setze dann einfach noch einen Zug auf die Strecke, weil da ist eh nicht so viel los. Würde ich sagen, ja, mach mal das. Nee, nicht sofort ersetzen. Ich wollte hier auf einen drücken. So, und dann würde ich mal sagen, langsam aber sicher setze ich jetzt mal überall den Fahrzeugersatz auf den tollen, modernen Zug hier. Zumindest dort, wo ich denke, dass es sich lohnen könnte. Wenn in ferner Zukunft irgendwann mal sich das hier lohnen würde. Ja, die ist noch sehr, sehr weit weg in Zukunft. Obwohl, wir könnten das Ding durch was Fliegeres ersetzen. Da gibt es ja immer noch die hier. Moment, wo bist du? 160, 140, du hier. Und mal sehen, das wären jetzt schon 99 Passagiere. Könnten wir mal... 8 Millionen wird das kosten. So, im Prinzip wäre das der... so ungefähr fast die gleiche Kapazität. Nur der Zug ist wesentlich langsamer, aber dafür auch billiger. Keine Ahnung, ob ich das so haben will, aber ich probiere es mal aus. Kostet ja auch nichts. So. Das hatten wir gerade eingestellt. Das hier ist eh noch relativ... das müssen wir noch abwarten. So, du hier... mit dir passiert nichts mehr. Das lassen wir so. Du könntest durchaus mal ersetzt werden. Ich glaube, die Alpaco ist mittlerweile auch schon ein paar Jährchen alt. Okay, 44 Jahre. Wir hatten doch in der letzten Folge schon einen neuen tollen Güterwagen bekommen. Güterlok bekommen. Die hier, 160. Das ist doch eigentlich perfekt. Ich mach mal kurz Pause, weil das will ich jetzt doch
da will ich jetzt, dass keine Zeit vergeht. Und zwar will ich mal sehen, was so ein Zug an Leistung bringen würde, je nach Details. Das hier will ich sehen. Leistungsbewertung ausgezeichnet, das ist ja selbstverständlich. Mal sehen. Du hast bis jetzt 8 Fahrzeuge und als Rate, die sehe ich hier nicht, Rate ist 300 irgendwas. Okay. Das da. So, wie viel könnte ich jetzt hier einsetzen, bis es mittelmäßig wird? Okay, gar nicht mal so viel. 144. Das andere war bei 144. Okay. Da ist er schon mittelmäßig. Fährt aber... Du fährst auch nur 160, oder? Mal sehen. Kosten sind auf jeden Fall niedriger. Allein da würde ich schon was sparen. Gewicht ist niedriger. Ist ein bisschen länger, aber das ist okay. Unsere Leistung ist gleich mal doppelt so hoch. Und ja, könnte man eigentlich so machen, sofort. Ohne Wenn und Aber. Sollte auch von der Rate her, die bleibt ja ein bisschen, also die wird ein bisschen höher gehen, weil der Zug schneller beschleunigen kann. Da würde ich mal gerne sehen, was steht denn hier so hier bereit? Okay, da steht jede Menge bereit. Und du lieferst ja hier hin 61%. Aber 61%... Auch nur, was hier so mitgenommen wird. Okay, also ich denke mal, da ist noch Luft nach oben. Da würde ich fast sagen, als erstes, diesen Zug verkaufen wir wieder. Deswegen waren wir ja in Pause. Moment, weg mit dir. Alles Geld wieder da, sehr schön. Und dieser Zug... Ne, das sind nur Fässer. Ah, ich klicke wieder hier drauf. Und dieser Zug hier wird jetzt wirklich ersetzt durch... Ich würde sagen, wir machen 9. Einen mehr. So, und dann setzen wir hier einfach automatisch ein und dann wird er ersetzt und bleibt dann so. Und ich würde sagen, dass, wenn sich die Stadt nicht sehr stark verändert, wird das dann auch so bleiben. Achso, jetzt können wir das hier wieder machen. Und wir können den beobachten nebenbei. Ah, da wurde schon ersetzt. Okay, das sieht jetzt ein bisschen krumm aus, aber das ist okay. Und fährst du überhaupt in die richtige Richtung? Ach, dorthin bringst du das Öl. Ui. Na, das wird trotzdem klappen, oder? Das wird schon okay sein. Wo kriegst du dein Öl her? Ach, hier rüber. Okay, das habe ich ja komplett vergessen. Aber da haben wir doch gleich die nächste Industrielinie, wo wir uns auch mal anschauen können. Okay, du bist noch lange nicht so weit. Aber ich weiß ja, dass es im Prinzip... trotzdem die Kombo hier ein bisschen besser ist. Ah, hier bist du. So. Jetzt könnte man sich trotzdem die Frage stellen, ob einer noch mehr nicht auch schlecht wäre. So, automatische Fahrzeugersetzung ein und irgendwann wird das mal passieren. So, und das hier sieht okay aus. Scheint niemanden irgendwie irgendwo zu stören. Da bin ich doch eigentlich ganz zufrieden damit. Okay. Du hier, du machst noch jede Menge Gewinne, aber ich wette, du bist furchtbar überaltet. Nein, 23 Jahre? Okay. Mal sehen, einer nimmt 52 mit. Hm. Also 1:1 ersetzen sollte ich nicht. Eher so 2 von denen in einen Speedstar. Das wäre die bessere Relation. Ja, dann lass ich halt hier warten, bis du veraltet bist. Du da, wie alt sind deine Fahrzeuge ungefähr? 26 und ja, alle 26. Ihr macht keinen Gewinn. Doch, ihr macht ein bisschen Gewinn. Ich glaube, euch habe ich so ein bisschen auf Sparkurs geschickt. Da würde ich mal Folgendes sagen. Ihr seid auch alle voll, oder? Ja, so ein bisschen. Na? Ja, okay. Aber ich weiß, das dauert jetzt noch eine ganze Weile, ehe ihr ersetzt werdet, oder? Ihr habt noch 40 Jahre vor euch. Also insgesamt habt ihr 40 Jahre. Da würde ich sagen, als Fahrzeugersatz kriegt ihr jetzt noch einen weiteren Wagen dazu. Ist das nicht schon so? Nee. Dann kriegt ihr jetzt noch einen weiteren Wagen dazu, sobald es mal soweit ist. Und dann ist hoffentlich die Stadt so groß und die Strecke so weit ausgebaut, dass sich das dann lohnt.
Okay. Ein. Ist das ein Zug oder ein. Ich glaube, das ist eine Straßenbahn, oder? Ja, ich glaube, das ist eine Straßenbahn. Du interessierst mich nicht in diesem Let's Play, das kommt später mal. So, Linie 5. Können wir einfach auf einstellen. Ob sich das Ding finanziert oder nicht, das wird jetzt erstmal so ein bisschen die Zeit zeigen, beziehungsweise wie alt bist denn du? 3 Jahre schon. Okay. Aber es könnte trotzdem... Na gut, das sind jetzt die 3 Jahre, seitdem das Ding im Einsatz ist. Man sieht relativ konstant, dass da nichts los ist. Ist aber voll. Würde ich jetzt erstmal so lassen, gucken wir uns später wieder an. Du da, wie alt bist du? 43, also du bist definitiv veraltet. Du machst zwar noch Gewinn, aber ich würde jetzt... ich würde gerne 2 von dir ersetzen. Und einen schicke ich leider, aber sicher. So, du bist gerade fertig. So, kann ich dich von hier aus gleich mal ins Depot schicken? Ja, kann ich sogar. Tut mir leid, Leute, aber ihr seid jetzt weg vom Fenster. Und ihr werdet ersetzt durch so einen Kollegen. Ach, dann mache ich hier einfach einen. Und dann ist das auch okay. Dann wird sich das ergeben. So, du siehst eigentlich ganz okay aus. Machst sogar Gewinn. Ich glaube, dich hatte ich ersetzt, oder? Ja. Dann einfach ein. Das bleibt jetzt erstmal eine Weile so. Das würde ich sagen, bleibt jetzt auch eine Weile so. Naja, das ist jetzt leider ein bisschen übertrieben für diese Linie. Aber ich glaube... nee. Das sind eigentlich relativ große Städte. Man könnte hier durchaus noch was einsparen, hätte man hier eine schöne gerade Linie gemacht, aber... Na, sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Okay, wir sind gleich bei über 100 Millionen. Nicht schlecht. Mal sehen, du hier, wie alt bist du? Wir gehen jetzt wirklich jeden einzelnen Zug durch. 17 Jahre noch. Sieht eigentlich alles okay aus. Würde ich jetzt wieder so verfahren, dass... ihr kriegt dann noch einen Wagen dazu, sobald ihr soweit seid. Beziehungsweise wie voll seid ihr jetzt? So. Das ist gerade schön, dass ich jetzt sehen kann, was ihr so aufsammelt. Ihr seid voll. Okay, sobald eure Zeit gekommen ist, dann nehmt einfach noch einen zusätzlichen Wagen auf. Und dann sollte das reichen. Habt ihr noch ein paar Jährchen vor euch. So, du hier, Linie 11. Deine Fahrzeuge, auch 14 Jahre alt, ist schon ersetzt worden irgendwann mal. Finanzen sehen okay aus. Wie voll sind die Wagen? Naja, okay. Da würde ich jetzt sagen, lass mal das einfach so, wie es eingestellt ist. Linie 12. Du bist so ein bisschen Experimentierkandidat gewesen. Hoppla. Na komm. Ja, hat auch nie wirklich den richtigen Reibach gemacht. Ist nicht so wirklich voll. Könnte wahrscheinlich überall ein Wagen fehlen und dann würde das ein bisschen besser sein. Aber ich will auch niemanden zurücklassen. Weiß ich jetzt auch nicht. Preisfrage. Hast du ein Zeitlimit? Nein, hast du nicht. Sonst hätte ich gedacht, dann ersetzen wir dich automatisch sobald. Also wir ersetzen dich mit dem hier vielleicht. Aber müssen wir ja nicht unbedingt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, lass das mal. Und fertig. So, Linie 13. Jetzt ist wieder so ein Kandidat, um ausgetauscht zu werden eventuell. Okay, die Zeit ist definitiv reif. Finanzen sahen auch mal besser aus. Nö, hier würde ich sagen, ist auf jeden Fall so ein Kandidat. Da kann ich mal kurz in die Pause gehen. So, wer von euch ist denn auf dem Weg am ehesten noch in ein Depot? Achso, und derweil kann ich ja mal hier einen Fahrzeugersatz einstellen. Und zwar, ihr werdet dann alle zu Speedspars. Sobald ihr soweit seid. So, du fährst gerade ein. Und... du da, so wie das ausschaut. Okay. Du bist gleich fertig und du bist gleich fertig. Dann... so. Warte ich mal kurz, bis du leer bist. Also der eine leer ist. Ach so, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Kann ich dich von hier aus in ein Depot schicken? Ja, das geht. Dann mal weg mit dir. Und du hier, mein Freund.
Du hast eventuell Glück gehabt. Hast du wirklich, weil von hier aus sehe ich kein Depot. Ja, das war wirklich der. Dann muss ich eben warten, bis auf eure anderen, bis hier wieder was reinkommt. Ja. Linie 13 war das. Mal sehen, du bist gerade auf dem Weg hierhin. Dann bist du derjenige, der dann leider dran glauben muss. Und sobald du dann da bist, werden deine Kollegen dann ersetzt. So, auf dich muss ich nicht achten. Du hier. So, weg mit dir. Und ihr werdet jetzt alle ersetzt. Was relativ schnell passieren sollte. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Die sollten jetzt auch von der Rate her... Mist, jetzt hätte ich aufpassen müssen, was die Rate vorher war. So, du wirst jetzt ersetzt. Ja, sehr schön. Und du dann auch. Warten auf freie Wege. Kann es sein, dass ich euch... Na, supi. Ich hoffe, das funktioniert. Ich wollte jetzt nicht diese ganze Linie zerstören. Ach, kann es sein, dass du zu groß bist jetzt für diesen Bahnsteig? Nee, das ist jetzt nur durch das Ersetzen, dass du da irgendwie an der falschen Stelle ersetzt wurdest. Ah, lass mich raten. Ich krieg dich da jetzt nicht raus. Kein Weg elektrisch. Upsi, daran habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht gedacht. Dass du elektrische Wege brauchst und der andere brauchte die nicht. Und deswegen, wenn hier irgendwas nicht elektrifiziert ist, das hat ja vorher niemanden gestört. Das ist ja niemanden aufgefallen. Guck mal hier. Es könnte sein, dass es das Stückchen war. Oder das ist die gesamte Strecke. Ja, sowas fällt einem halt leider nie wirklich auf. So. So, jetzt fahren. Du bist immer noch nicht ersetzt worden. Ja, schade. Okay, aber gut, das zu wissen. Jetzt kriege ich gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich muss noch mal gucken, ob hier alles ersetzt ist. Mal sehen, du fährst. Das ist... Ich glaube, das ist auch eine Diesellok, oder? Ja, die macht so ein bisschen Bauch. Mal sehen, hier haben wir was ersetzt. Erstmal gucken, dass die nicht irgendwie auf stromlosen Gleisen davon... Nee, ihr fahrt. Du fährst auch. Das ist sehr schön. Die fahren sowieso Linie 13. Da waren wir auch gerade stehen geblieben. Ja. Das passiert ja irgendwann mal. Dann gucken wir mal hier. Oh, ne. Oh, okay. Wie unerwartet, aber angenehm. Das gibt jetzt doch noch eine neue Lok. Mal sehen, du hier. 200 km/h. Ah, okay, lohnt sich das? Dich mit dem da. Nee, du bist einfach mal viel, viel mehr teurer als das Ding. Also ich finde die Lok wunderschön. Ich finde das auch heftig, was die hier an Leistung hat und so weiter. Aber warum? Die macht maximal als Güterlok richtig Sinn. Ja, aber Güterwagen mit 200 km/h habe ich nicht. Ist so ein bisschen am Ziel vorbeigegangen. Es sei denn, ich mache richtig, richtig lange Passagierwagen damit. Dann, ja. Aber so würde ich sagen, ist das Ding tatsächlich noch ein Vorteil. Ja. Okay, also ist schön nice to have. Wenn es irgendwie ein Achievement dafür gibt, mach mal eine Linie mit allen Zügen, würde ich es gerne machen. Aber gerade im schweren Spiel, das ist halt ein bisschen schwierig, das zu rechtfertigen. Achso, das war noch Linie 13. Linie 14, du bist alt, du wirst ersetzt. Und zwar... Guck mal, wer da gerade bei einem Depot ist, beziehungsweise... Das hier ist das, wo ich gucken muss. Wer fährt gerade nach Grand Prix? Du da. Beziehungsweise hat Henderson nicht auch zufällig ein Depot? Ja, hat's auch. Okay, dann tut's mir leid, aber du hier unten... Bist dann derjenige welche? Achso, das ist Autosave. So, Fahrzeugersatz können wir ja schon mal einstellen. Ist dann wieder der hier.
stellen wir schon mal ein. Obwohl, nein, noch nicht einstellen. Erst warten, bis der hier leer ist. Verkaufen und dann einstellen. So, tschüssi. Warte auf freie Wege. Ist mir jetzt egal. Wirst schon einen finden. Hoffentlich. Ja, guck mal nochmal. Das bist ja du hier oben. Mal sehen. Ja, du musst halt hier drumherum fahren. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber der Rest, das wird schon. So, Linie 15. Hier ist aber ganz schön viel unterwegs. Fahrzeuge, ja. Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht mehr weiter gucken. Das sind jetzt 6 Fahrzeuge, soweit ich das sehen kann, oder? Ne, 5. Aber ich würde trotzdem 2 ersetzen und einen lassen. Mal sehen, wichtiger Anbau hat ein Depot. Das Ding hat ein Depot, also muss ich jetzt nur gucken, wer gerade irgendwo ins Depot einfällt. Mal sehen, du musst warten. Ach, du wartest jetzt gerade auf den anderen. Naja, guck dir das an, das erwartet dich auch gleich. Und dann können wir hier den Speedstar ersetzen. Sobald wir soweit sind. So, wer fährt irgendwo ein? Ich glaube, ich habe gerade verpasst, dass du hier eingefahren bist. Kann das sein? Weil ich nicht auf alles gleichzeitig geachtet habe. Na, dann warten wir jetzt mal ganz kurz, bis... Ja. Ich glaube, das habe ich gerade verbockt. Kann das sein? Obwohl, du siehst aus, als wenn du gerade einem... ja. Du fährst gerade ein und du fährst gerade ein. Das ist doch schön. Fast gleichzeitig. So, dann warten wir mal. Und tschüssi. Und du hier auch. Und auf Wiedersehen. So, der Rest von euch darf sich in einen wunderschönen Speedstar verwandeln. Und wir sehen uns irgendwann mal später wieder. Hat man gerade. 16. Ja, okay. Ja, der ist gerade losgefahren, so wie es aussieht. Der fährt auch gerade los. Ah, schade. Mal sehen, hast du überhaupt ein Depot auf deiner Seite? Ja, hättest du. Wisst ihr, was 25 sind? Ja, ihr habt Pech gehabt, sorry. Aber irgendwie hatte ich gerade Lust dazu. So, hinzufügen. Ein. Fertig. Achso, wie alt sind die? Ja, die sind schon zu alt. Okay, die können ersetzt werden. Habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt nach dem Alter, aber mir geht da auch so ein bisschen die Lust gerade so ein bisschen flöten. Wer von euch ist gerade auf dem Weg? Du fährst gerade von zu Hause weg? Okay, du fährst gerade ein, aber leider nützt es mir gar nichts. Fort Worth. Also ihr beiden nützt mir gerade gar nichts. Du da wirst ersetzt und, Quatsch, du da wirst verkauft, der Rest wird ersetzt. Sobald wir mal soweit sind. So. Übrigens, Vorspulen oder so, dachte ich mir, mache ich jetzt bei diesem Let's Play nicht mehr. Denn, ja, ehrlich gesagt, ich habe kaum Zeit dafür. Also das richtige Nachbearbeiten, ein Lied aussuchen, gucken, ob das mit dem Verarbeiten geklappt hat. Das ist... Ich habe ja nicht mal Zeit, hier rechtzeitig die Folgen zu drehen. Wo soll ich denn dann die Zeit hernehmen, um das nachzubearbeiten? Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ansonsten hätte ich das natürlich gerne gemacht. Okay, du bist gerade am Befüllen. Das ist sehr schade. Moment mal, du bist gerade... Dich könnten wir verkaufen. Du bist da nicht mal alt genug. Ah. Ihr seid alle noch nicht alt genug. Du bist zu alt. Ah, okay. Also eigentlich... Ah. Das passiert, wenn man nur so Stichproben macht. Dann sieht man nur so einen Zug, der zu alt ist, aber nicht alle. Außerdem hast du hier kein Depot. Also gucken wir jetzt auf der anderen Seite von Linie 18. Das ist auch nicht wirklich groß. Ich wundere mich, dass diese Strecke so viel Gewinn abwirft. Gucken wir uns mal ganz kurz noch den Gewinn von dieser Linie an. Moment hier. Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber ich kann hier unmöglich 4 Speedstars laufen lassen. Das ist totaler Müll. Eher so 2 Speedstars auf die gesamte Strecke. Ach so, und wenn die Fahrzeuge noch nicht alt genug sind, dann werden die auch nicht hier ersetzt. Daran habe ich jetzt auch noch nicht gedacht. Wie du zum Beispiel. Du wirst nicht ersetzt, weil...
du zu jung bist. Tut mir leid. Das müssen wir jetzt leider ändern. Ich wette, ihr seid auch noch relativ jung. Ja. Aber ich hätte gerne einheitliche Züge auf meinen Strecken. Und da habe ich schon kein Geld mehr. Okay, müssen wir warten, bis ich wieder Geld habe. Aber dann bist du auch dran. Tut mir leid. Ja. Ach, weißt du was? Bleib erstmal so, wie du bist. Du bist gut so, wie du bist. Ja, vielleicht auch nicht. Aber dann würde ich jetzt erstmal diese Speedster-Ersetzung sein lassen, weil, wie gesagt, uns geht eh gerade das Geld aus, aber massiv. Gucken wir uns lieber hier noch den Güterzug an, der jetzt gerade zufällig gekommen ist in mein Sichtfeld. Ne, hier muss ich gucken. Du belieferst diese Stadt mit leckerem Öl zu 73% und der Bahnhof, ja, der nimmt auch fast alles an Industriegebiet mit. Hier hinten ist noch ein bisschen was, was du nicht mitnimmst, aber ja, das sind jetzt nicht die 27%, die fehlen. Und welche Fahrzeuge? 6, 8. Ich würde sagen, du kriegst erstmal auf jeden Fall diese wunderschöne Lok und du kriegst auch 8 Kesselwagen. So, die sind ja alle ein bisschen älter wahrscheinlich schon. Ja, geht schon. Da würde ich sagen, du bist ja als Einziger hier ein bisschen kleiner. Nee, ich wollte... Die Ansicht wollte ich. Genau, hier kann ich nämlich leichter zählen. So. Dann mache ich hier einfach Fahrzeugersatz ein, sobald eure Zeit gekommen ist. Ihr seid ja auch alle ungefähr gleich schnell. Und so wie sich die Stadt dann vergrößert, sollte das dann schon passen. Denke ich mal, hoffe ich mal. So, hier jede Menge Altmaterial wieder. Du hier, ich glaube, dich habe ich auch ein bisschen verkleinert. In der Hoffnung, dass du dann mehr Geld einbringst. Was natürlich ja, super nicht geklappt hat. Wir haben Passagiere, aber nicht wirklich viele. Insgesamt sind das vielleicht 100. Ich würde hier sagen, ich schmeiß einen von euch raus. Eventuell dich jetzt gleich. Kann ich das? Ja, kann ich sogar. Achso, du warst schon beim Befüllen wieder. Nee, sorry, du kommst weg. Und du da wirst ein Speedstar. Achso, erstmal hier alles löschen. Speedstar hinzufügen. Ein, sofort ersetzen. Ja, bitte. Nicht genügend Geld. Ja, haben wir gleich. Ich warte jetzt einfach die Zeit ab. Bis da irgendwie eine 25 steht. Es geht relativ schnell. Na, kriegt man das noch den Monat hin? Na komm. Ah, verdammt. Hätte ich doch Pause machen sollen. Aber jetzt in dem Monat. Jetzt in dem Monat sollte es klappen. Oder? Na komm, das kriegt man hin. Ja, bitteschön. So. Und wenn wir jetzt nicht mega Pech gehabt haben, haben wir nicht, dann stand er jetzt auch nicht im Bahnhof drin. So. So, hier haben wir noch 2 Güterzüge. Ich würde sagen, die ersetze ich noch und dann war es das erstmal für die Folge. Weil, ja, Zeit, ich habe sie nach wie vor nicht. Aber ich will jetzt diese Folge auch nicht komplett übertreiben. Ich will mir jetzt noch anschauen, wie der hier performt. Währenddessen ich mir das hier noch anschaue. Finanzen sehen super aus. Hier hatten wir 2 davon. Hier sehen Finanzen okay aus. Hier müssen wir mal kurz aufpassen. Aber hier würde ich sagen, ist das schon eingestellt? Ach, das war die Öllinie nach hier, Portland. Das haben wir gleich am Anfang der Folge gemacht. Ich erinnere mich so ein bisschen. Hier müssen wir mal ganz kurz nachschauen. Kühe sind jede Menge da, Brote auch. Und wie viel Brot willst denn du haben? 61 hast du nur. Ich würde sagen, das ist die falsche Ansicht. Ich wollte eigentlich hier drauf klicken. Das ist doch der richtige Bahnhof, oder? Lakewood Nebengleis. Das ist der richtige Bahnhof. Autsch. Ah. Hier würde es sich fast lohnen, nochmal einen extra Bahnhof hier runter zu bauen. Hier kann ich nicht einfach 1:1. Also hier kann ich nicht einfach gnadenlos erhöhen. Da kriegen die nicht mehr alles mit. Hm. Das ist hier nur ein Gleis, oder? Das könnte man zum Beispiel auch hier einfach weiterführen. Zum Beispiel hier rein.
Das ist auf jeden Fall eine Baustelle, die ich auf jeden Fall nicht so leicht ignorieren darf. Ich würde gern einfach das hier machen. Moment, wieder Fahrzeuge. Ich finde 8 ist eine gute Zahl, oder? Obwohl, die Wagen sind anders. Ja. Und ihr seid sowieso noch. Ja. Ihr seid noch relativ jung, ihr braucht eine Weile, bis ihr ersetzt werdet. Ich würde sagen, es könnte klappen. Sofort, nicht sofort ersetzen, einfach nur auf eindrücken. Fertig. Das ist doch das, was ich machen wollte. So, und jetzt wollte ich mich noch vergewissern, dass die Wagen nicht zu groß werden. Und zwar machen wir hier eine kurze Abschätzung. Ah, mach mal hier einen eigenen Zug draus. Okay, die Wagen sind kürzer als die. Und wenn das mit denen hier mit 8 funktioniert, dann funktioniert es mit denen mit 8 erst recht. Okay. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Das Einzige, worauf ich mir jetzt noch Sorgen mache, ist... Ja, dieser Bahnhof hier. Hier nimmst du eh nicht so viel mit. Ich überlege jetzt nämlich gerade, mich hier reinzuschmiegen. Dann nehme ich relativ viel von der Stadt wieder mit. Ich nehme hauptsächlich das ganze Blau mit. Und ich habe hier unten nochmal einen schönen Anschluss für später eventuell. Aber ich reiße auch die halbe Stadt ab. Mit mal hier reiße ich noch weniger ab. Dann muss ich ja noch weiter fahren. Da würde es sich ja fast lohnen, dann hier rumzufahren, einmal hier drüber und dann so in den Bahnhof reinzufahren, damit du dann so deiner Wege fahren kannst. Das würde sogar funktionieren. Warnung, Zug 15, was ist denn Zug 15? Linie 7. Du bist so ein Ding. Ach, hier habe ich den automatischen Fahrzeugersatz noch vergessen einzuschalten, kann das sein? Mal sehen, Fahrzeuge. Ja, mach einfach rein. Habe ich vergessen, tut mir leid. Guck mal, jetzt bist du gleich ein Speedstar. So. Oder auch nicht. Ach so, weil ich nicht genügend Geld hatte. Ja, das passiert. Okay. Du hast, okay Gewinn gemacht. Mal sehen. Auf deiner Linie, da war doch jetzt nur noch du, oder? Genau. Also du musst dich noch einpendeln, aber das sieht erstmal okay aus. Und bei dir hier, mein Liebster, du musst einfach warten, bis ich genug Geld habe. Was schwierig werden könnte, wenn ich jetzt hier tatsächlich anfange, die Stadt umzubauen. Warum entwickelt sich jetzt hier so krass die Industrie an diesen Bahnhöfen? Da ist doch... Industrie wird nirgendwo beliefert, aber ich könnte. Das hier wäre auch ein super Industriebahnhof. Besser als Gewerbe. Mal gucken, was könnte ich denn mit so einem normalen Bahnhof erreichen? Wenn ich das jetzt denn so durchziehen würde. Auch nicht wirklich viel. Selbst das. Ne, die Stadt ist einfach zu groß geworden. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre zweiter Straßenanschluss. Schön groß. Dass ich dann über diese Spielerei hier... ja. Ja. Fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, das wäre eigentlich das Optimum, aber dann reiße ich auch gleich mal die größten... Gewerbegebäude ab. Ich hoffe einfach mal, die Stadt entwickelt sich. Momentan macht das Ding ja Gewinn, oder? Ja, du machst ordentlich Gewinn. Und ehe du ersetzt wirst, das dauert noch eine Weile. So, wer will jetzt ersetzt werden? Du willst ersetzt werden. Du wirst noch nicht ersetzt. Ja, wir gucken... Nee, ich will eigentlich Schluss machen. Die Folge soll nicht zu lang werden. Die ist eh schon ziemlich lang. Ja, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein Stück weit jetzt uns erstmal darauf eingestellt, dass wir sozusagen die Linie nicht mehr verändern werden, sondern das, was ich jetzt eingestellt habe, das bleibt im Wesentlichen so. Bis auf Linie 3. 28, 28, 28, 28. Ach so, kann es sein. Es ist jetzt nur so eine Vermutung. Bei Linie 3. Genau, du hast immer noch keine Oberleitungen. Und ich glaube, der Speedstar, der braucht Oberleitungen. Das hier ist das Einzige, was keine Oberleitung braucht.
oder das da. Hm, 160. Wir könnten sowas probieren. Diese Lok mit dem da. Ich gucke mir erstmal an, wie das so ungefähr aussehen würde. Wir haben auf dem Ding 4 Einheiten. Und mehr als genügend Passagiere, also das dürfte nicht das Problem sein. Wie viel willst du jetzt? 95. Ja, okay. Wie viel kostest du mich? 2 Millionen im Jahr? Ich wette, ihr seid noch wesentlich günstiger, oder? 1 Million im Jahr. Okay, ein bisschen mehr. Ja, der fährt dafür langsamer. Weil die Lok halt so langsam ist. Hm. Ah, sehr schade, dass du jetzt keine Diesellok bist. Das hier ist die schnellste Diesellok, die ich habe. Ah, das ist nochmal der Unterschied zu dem Ding hier. Dass ich hier noch Diesel habe. Das ist das doch noch ein größerer Vorteil gegenüber der hier zum Beispiel. Okay. Aber das dauert alles noch eine ganze Weile. Ich würde sagen, du wirst erstmal verkauft. Das könnte sich trotzdem lohnen. 95 hatte ich jetzt gesagt, oder? So. Ja, 1, 2, 3, 4, 5 Wagen. Die dürfen nicht zu groß werden, weil ich will die dann in einem Rutsch sozusagen ersetzen. Also, du da und... Ja. Und dann dauert das noch 20 Jahre, ehe das überhaupt passiert. Und dann gucken wir mal, wie sich die Welt dann bis dahin verändert hat. Komme ich hier eigentlich mit... Ach nee, das ist die Verbesserung. Komme ich hier eigentlich mit einem Gleis noch hier raus, ohne die Straße zu stören? Wäre mir sehr wichtig, dass das geht. Schade. Du hattest deine Chance, Straße, aber du hast sie leider nicht... Ja, leider warst du mir im Weg. So rum. So, mal gucken, ob wir damit irgendwas in der nächsten Folge machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, ich bedanke mich jetzt nochmal fürs Zuschauen, dafür, dass ihr jetzt noch länger zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns jetzt definitiv in der nächsten Folge, nicht vorher. Tschüssi, bis dann.